Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Battlefield 1. Ich steige hier gleich mal ein. Wir brauchen noch für das Kreuz oder da, was wir da machen wollen, brauchen wir noch genau einen Shotgun Kill. Fährt natürlich wieder zu D. Ist natürlich so alter Vollprofi, oder? Einen Shotgun Kill um sich mit der Waffe. Wir haben mit der letzte Folge die 100 Kills geschafft. Das kann man als Erfolg bezeichnen. Waren auch drittbeste oder so. Mit einem zufriedenstellenden KD. So, und jetzt den hier. Auch gerade noch die Punkte absahnen. So, sind wir auf jeden Fall schon mal Erster. Oder Zweiter. Wie schlecht ist denn das Gegnerteam wieder drauf? Ne, wir haben einfach gut operiert. Oh, da vorne kommen sie irgendwo. Ja, da hat einer wohl die gleichen Absichten wie ich. Bin ich jetzt schon zweimal gestorben? Bin ich jetzt schon zweimal gestorben? Hä? Muss ich jetzt ernsthaft meine eigene Folge nochmals schauen? Was ist da gelaufen? Gäste Granate! Granate raus! Granate ist raus! So, alle Granaten raus! Ah, hier bringt sie eh nichts. Oh, der freut sich über zwei Trottel, die da so rumstehen. Was schreibt denn der so? Wieso will jetzt der unserem Team joinen? Wieso? Was soll ihm das bringen? Ich bin ja Erster mit 0 zu 3. Dran denken, wir brauchen nur einen Kill. Aber es kann halt teilweise schwer sein, einen Kill zu machen. Punkte nicht. Und niemand ist auf B. Wo sind denn die? Ah, auf C ist sie. Gut. Okay, der ist umgefallen. We have lost objective Charlie. Ah, du kannst schön jemand anderen abschießen da hinten. Ist das ein Gas? Oh. Dann ersticke ich auch noch an dem Gas. Schön. Dabei will ich ja nur einen Kill machen, aber ja. Okay, wir müssen aber aufpassen. Na gut, eigentlich nicht. Dass wir hier nicht dann plötzlich gecapped werden. Sondern dass wir auch noch da sind. So, jetzt habe ich. Ah ne, das war ich. Ein Granatenkill war das. Alle tot. Schön. We have taken objective apples. Jetzt endlich! So, und jetzt sind wir auf Nahkampfkills aus, also jetzt volles Risiko. Hauptsache, wir kriegen die Nahkampfkills. Ja, hier würde ich auch hinpacken, weil ich genau dann die ganze Zeit warte, bis einer hier hinläuft, natürlich. Na gut, theoretisch, wenn du siehst, der wird gecapt. Dann lohnt es vielleicht. Erobert das Ziel! Okay, Pferd ist parkiert. Jetzt kann ich dann auch die Waffe wieder wechseln. Ah!
So, eigentlich wollte ich noch stoppen, aber ging leider nicht mehr. Okay, da sind irgendwo Leute, aber... Ich dachte natürlich, ich hätte C4, ja. Dynamit dabei, sorry. Aber ist leider nichts gewesen. Gut, jetzt würde ich doch sagen, wir nehmen die Rebel Roll und gehen dabei B, weil da stehen ein paar rum. Da könnten wir doch unseren ersten Messerkill machen. Ich habe absichtlich ein Messer gewonnen, was ich gar noch nicht richtig kenne. Shit. Rage Kids, komm, du bist meine Rettung. Ja, danke. So, natürlich muss ich mich zuerst an den Beduinen-Dolch gewöhnen. Zählt eine Klinge auch, oder wie? Charge-Angriff zählt auch. Komm hervor. Oh. Die sind da überall. Ja, da hat's leider was von so weit weg. Muss er seine eigenen Leute unterstützen da. Ist schon. So, wir müssen 5 Kills mit scharfen und dann 5 Kills mit stumpfen. Nahkampf machen, Waffen machen. Pass auf, da oben ist ein Camper. Und ob wir das schaffen, sehen wir natürlich. Ich versuch's natürlich, aber ich gehe nicht aufs Letzte. Weil hier nicht alle so blöd sind wie die einen. So, ständig in Bewegung bleiben. Gut, hat letztes Mal auch nichts gebracht. Nein, das war leider nichts. Trotzdem erster, das ist gut. Jetzt gehe ich mal bei dir raus, denn es ist schon... Gut, ich kann hier gar nicht mehr, aber... Wir müssen schon auch aufpassen, denn Gewinn wollen wir ja trotzdem noch. Verteidige das Ziel bis zum letzten Mal. Und was da ständig beim E los ist, weiß ich auch nicht. Das Profi-Aim. So. Ne, die Rebel Roll, ich empfehle sie euch wärmstens freizuschalten, sie lohnt sich wirklich. So, das haben wir auch noch hier. Vielleicht schafft das ja bis hier. Ja, wenn er stehen geblieben wäre, hätte ich gehabt. Haltet dieses Ziel! Noch einer außer dir, alle da oben. Nein! Oh. Ah, die Granate hat es noch genommen. Ist der Bug immer noch drin? Weil ich war genau da am Granaten verteilen und früher konnte man, während man gemessert wurde, eine Granate fallen lassen und der Gegner bekam dann sehr großen Schaden oder sogar tödlichen Schaden, weil er gar nicht von der Animation quasi wegkam. Wäre natürlich schön, würde der mal den zerstören, aber ist das wieder ein anderer oder ist der andere jetzt so rübergefahren? Die Minen stehen auf jeden Fall noch. Das Ziel darf nicht fallen! Verteidigt es!
Golden Ganon oder Gannon. Schick dir eine Granate. Vorsicht, ich werfe eine Granate. Doch, komm hier hoch. Das war eine fast Selbstmordaktion da. Fast. Mann. Also ich wette, wenn ich jetzt die Shotgun gehabt hätte, dann hätte ich da 5 Kills gemacht. Also jeder, der meinen Skill nachvollziehen kann, weiß, dass das überhaupt nicht gelogen ist. Okay, die sind über uns. Wohl schon. Wir können es ja trotzdem versuchen da. Wenn die Granate nicht vorbeigehen würde. Jetzt attackieren die tatsächlich sie. Oh, da kommt einer. Danke vielmals. Schnell weg, schnell weg. So. Nicht schon wieder sterben. Hat er noch ein Medikit für mich? Oder von jeder Seite? Wo ist denn unser Team? Bei B oder wie? We have taken objective butter. Ja, warte mal schnell da. Jetzt bin ich schon da. Wir könnten auch mal das Squad wechseln. Weil das Squad hat sich ein bisschen entleert. Habe ich so das Gefühl. Erobert das verdammte Ziel. Deshalb bin ich auch der Beste vom Squad, oder? Mit 12 zu 11, das ist echt keine feierliche Leistung. Nein! Ah, der ist noch besser als ich. Jetzt habe ich 12 zu 12. So, schauen wir mal schnell. Trupps. Da gibt es noch ein besseres, hoffentlich. Gut, ich gehe aber wieder bei B, weil wir wollen ja einen Nahkampf machen. Ja, und hier ist keine mehr jetzt gerade. Und bei A sind sie auch schon, also werden sie auch nicht gerade wieder zu B kommen. Okay, da drin sind aber Freunde. Wenn die nicht sterben, kann ich auch vorgehen. Was? Jetzt steht er immer noch da. Er hat sich keinen Meter bewegt. Ach Gott. Ist der so gut? Ich glaube eben nicht. Halfway there. We have the upper hand. Da, 28 mit 4 zu 5. Ach ja. So, jetzt sind sie aber wieder bei B, komm. So, ein Kill. Was, Bert getötet? Wie geht denn das? Ah! Minenkill? Habe ich Minenkill gemacht? Ne, kann eigentlich nicht sein. Vielleicht ist er gerade abgestiegen und das Pferd in die Mine gelaufen. Aber bei D ist eigentlich gar niemand. Ich werfe eine Granate. Und da ist ein Pferd. Wir
Okay, da um die Ecke ist einer. Mehrere. Es läuft nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, mit den Nahkampfkills. Aber wir haben jetzt sowieso B als Punkt, also von dem her. Aber je mehr auf einen Punkt sind, je schwerer wird es eigentlich. Vor allem von zwei Seiten auch noch. Ah. Natürlich haben sie noch den Wachsoldaten von C. Da hinten ist einer gestorben, da will ich hin. Memphis, der spielt besser als ich. Ja, ist ein Rang höher, aber auch das Squad hier. Gut, ich kann wieder hier hingehen, aber die sind ja sowieso schlecht. Langsam keine Lust mehr, jetzt fliegen wir mal eine Runde. Kann ich zeigen, was ich nicht gelernt habe die letzten Tage. So, ich gehe mal auf die andere Seite. Wo ist er? Da vorne. Den jagen wir jetzt in die Hölle, komm. Das ist ein episches Duell, 2 gegen 1. Das ist immer sehr, sehr fair und sehr episch. Gut, es ist eigentlich 1,5 gegen 1. So, da ist er weg. Tschüss. Keiner kriegt Punkte wahrscheinlich auch noch dazu. Okay, sie sind jetzt wieder an hier dran. Hier hätte ich abwerfen müssen. So, kann man die Spotting Flares. Vielleicht ist ja da noch jemand. Der Sound hängt auch irgendwie. Was? Kein Kill. Flugzeug in Sichtweite. Dann ramm ich. What? Ah. Immerhin, ich lebe doch. Also, so lange habe ich jetzt in einem Let's Play schon lange nicht mehr überlebt mit einem Flieger. Es ist sau laut. So, Auto Repair. Hä? Haben sie das geändert? Haben sie da irgendwas dran geändert? Das waren sonst immer relativ klare Treffer. Jetzt einen nur. Schwäble. So, ab. Sorry, tut mir leid, aber... Bringen die was hier? Ich glaube kaum. Ah doch, hat was gebracht. Vielleicht jetzt nicht gerade so viel, aber...
Jetzt haben sie sicher nochmals einen Flieger bekommen. Ja, der schießt auch schon auf mich. Dann drehen wir uns doch mal, bis er abstürzt oder ich abstürze. Wo auch immer er jetzt ist. Wir finden dich schon wieder. Da geht er auf unsere Panzer. Wir müssen aufpassen. Er hat starke Raketen. Nein! Er hat darauf gewettet. Ich wette. Ah, das war aber knapp. Okay. Wir brauchen immer noch 2 Nahkampfkills. Also komm, einer sollte schon gehen. Jetzt. We have taken objective death. Endlich habe ich den Typen auch mal gekriegt. Da! Habe ich dich? Der hatte auch irgendein. Der hat 1300 Automatico-Kills. Da haben wir ja gerade den richtigen erwischt. Oh. Da habe ich dich! Ja! Egal ob wir jetzt tot sind, aber der hat gezählt. Nehme ich mal so an, der Protoss One hat mich dann erwischt. Den haben wir ja vorhin gerade erwischt. Mit stumpfen Nahkampfwaffen. Okay. Was ist denn zum Beispiel stumpf? Die Grabenkeule zum Beispiel. Oder der Schlagstock. Nehme ich mal an. We have taken objective Edward. Also was die hier machen, ist mir auch irgendwie ein Rätsel. Da gibt es ja überhaupt keinen Punkt eigentlich. Oh. Und die werden sicher gleich abkratzen gegen den Panzer. Oder sieht er die nicht? So, jetzt ist er weg. Schade, wieder keine Minenkills, aber naja, was willst du machen? Kann man eigentlich ein Pferd mit Minen killen? Das wäre mal so das nächste, was ich austesten könnte. Dieser Leis 92, der ist auch so ein. Der müsste mal gemessert werden. Sagen wir es mal so. Jetzt durch die Fliegerrunde habe ich leider ein bisschen Punkte verloren. Nur ein bisschen. Weil ja, ihr habt ja gesehen, was für ein Profiflieger das ich bin. Eigentlich gar keiner. Man kann halt nicht immer alles beherrschen. Also zuletzt habe ich auch Panzer gefahren und das war ja nicht fast schlecht. Headshot sogar noch. Ja, da habe ich keine Chance. Der andere ist auch gleich weg. Und einen Nahkampfkill hätte es auch nicht gegeben. Haben wir was Stumpfes, was viel Schaden macht? Eine Schaufel, ist die stumpf? Eher nicht. Also, haben wir ein besseres Squad? So. Okay. Hey, ich will Nahkampfkills. Wo seid ihr denn? Das ist doch wieder mal der. Läuft er da durch und der spawnt einfach da. Dass es sowas immer noch gibt. Kann ja jeder sagen, muss nicht da durchlaufen, aber. Habe das Recht, da durchzulaufen.
So, wo ist der hin? Da. Der hat gezählt, super. Der Wachsoldat ist weg. Nee, ist er sicherlich noch nicht. So. Jetzt ist er aus dem Weg. Da hinten steht aber schon wieder einer. Ah, den hat. Danke. Der Lari 00 wieder mal. Ja, KD bei 0.0 ist jetzt nicht gerade. 1.0, sorry, oder drunter ist jetzt nicht so gut. Kann es bei mir auch mal geben, aber. Wir haben ja gesagt, wir machen das Best. Und dann geht es in Ordnung, weil wir brauchen halt die Nahkampf-Kills. So, bisschen Medic da oben. Schick dir eine Granate. Danke, danke. Da, da, da. Er liegt auf dem, hinter dem Stein. Ach, sowas habe ich aber auch schon selten gesehen. Dass er die perfekte Stellung hat. So, es hat einer gesagt, er komme. Dann bin ich natürlich so nett und warte, bis das Spiel vorbei ist. Tschechen-Server. Okay, wir machen noch ein Spiel. Für Nahkampf-Kills. Ja, Wüste Sinai hat jetzt schon gewonnen eigentlich. Es war ein Sieg von unserem Team, ein knapper Sieg, liegt auch ein bisschen an mir. Wir haben immerhin die 5 scharfen Nahkampfkills gemacht. Einen mit dem stumpfen Messer, ich habe schon gedacht, das sei ich natürlich. Aber 164 Heilungen ist nicht schlecht. Es geht auch besser, aber ist nicht schlecht. Ja, ich habe meisten Flaggen verteidigt, wer sagt's denn? Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, tschüss!